Ich selber wahrscheinlich nie auf die Idee gehabt, mit dem Fußball anfangen, und dann hat einfach der Kollege mal gefragt, ob ich mitgehen will. Ja, dann bin ich mal mitgegangen und seitdem spiele ich Fußball. Ja, ich sage, in Breiach zur Wald gibt es genau zwei Sportarten, das ist Skifahrer und Fußball. Im Winter fahren wir eigentlich nur Ski und im Sommer, ja, spielt man Fußball. Richtig ins Tor komme ich mit 8, 9 Jahren, bei der Tormann, wo damals im Tor war, wollte nochmal, und da habe ich gesagt, ja, ich probiere es mal, und seitdem bin ich eigentlich im Tor geblieben. Ja, in der Akademie, ja, bin ich da mit 15 Jahren bin ich dazugekommen, in U17 damals. Für mich war es am Anfang nicht so leicht, also da habe ich starke Konkurrenz gehabt. Da war auch am Los Thema, dass ich wahrscheinlich nicht Spieler werde die ganze Saison, dass ich Zweier-Tormann bin. Dann habe ich die Wahl gehabt, ob ich zurück zum Stammverein gegangen oder ob ich mich zuerst mal auf die Bank hocke. Ja, ich habe mich entschieden zum Lieber, weil es für mich einfach die bessere Möglichkeit war, ja, mich weiterentwickeln. Und ja, zum Glück habe ich mich damals so entschieden. Ich habe mir das selbst eigentlich auch nicht unbedingt zutraut, dass ich einmal Profi sein könnte. Ich habe immer gehofft oder ja, trainiert auch dafür. Und einfach, ja, das ist immer irgendwie, ich bin im Ungewissen, man weiß das nie, dass man das irgendwann mal schaffen kann, zu Profi werden. Und dass es jetzt so ist, ist natürlich umso schöner. Ja, ich wollte unbedingt den Sprung ins Profigeschäft schaffen. Dass ich dann natürlich zur Sturm Graz gekommen bin, das war natürlich schon ein großer Schritt da. Es war eine riesen Umstellung von der Regionalliga in die Bundesliga. Ich habe dort von erfahrenen Leuten lernen können, von der Peppi Schickelgruber, von der Christian Grazei und auch vom Tormann-Trainer Sidorczuk. Ja, war eine lehrreiche Zeit auf jeden Fall. Ja, und dann war so Zeit zum mich verändern, weil ja, es hat einfach nicht so gut ausgeschaut, dass ich in Zukunft dann fix spielen werde. Und dann habe ich zum Glück das Angebot von Altach gekriegt und ja, ich bin dann auch gern zurückgekommen. Ich hoffe, dass natürlich 2011 ein sehr gutes Jahr wird, dass wir aufsteigen können, und rückblickend stimmt, glaube ich, die Entwicklung, wo ich gekommen bin, dass ich mich immer ein bisschen gesteigert habe, dass ich eine gute Konstanz in meiner Leistung habe, und das ist das, was zählt.